Solche Spiele wie heute dienen auch dazu, uns kennenzulernen, vor allem auch Niederlagen, vor allem auch ja, schmerzliche Niederlagen und so weiter gehören einfach dazu, in diesem Entwicklungsprozess auch zusammenzuwachsen. Und deshalb ist das auch unverzichtbar, dass das passiert. Dass wir uns dann halt von, sagen wir, immer mehr zugetraut haben, das war das Entscheidende. Ich glaube, die Spieler haben das richtig gut gelöst, weil auch wenn der Sieg dann gegen Ende kommt, sie haben es immer wieder versucht. Und wir haben dafür, wie wir dann aufgetreten sind, gegen so eine Mannschaft sehr, sehr wenig zugelassen. Ich habe gesehen, wie der Ball verspringt. Mir ist sowieso das Herz stehen geblieben bei jedem Rückpass, den wir gespielt haben, weil ich war vorher auf dem Platz und der wurde nicht besser durch das Spiel. Deshalb, das wollte ich auch vorher zum Ausdruck bringen, ich finde, dass wir das ja, ein bisschen fahrlässig aufs Spiel gesetzt haben mit diesen ganzen Rückpässen und auch, glaube ich, in dem guten Willen, das Spiel zu beruhigen. Aber die beste Weise, ein Spiel zu beruhigen, ist, den Ball in der gegnerischen Hälfte zu haben. So, das haben wir nicht mehr geschafft. Jetzt haben wir alle verdient, in Urlaub zu gehen, ich auch. Und wir werden das auch tun und freue mich dann wieder, wenn es weitergeht.